Kitchener Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer. Ja, hallo, herzlich willkommen zum VfR TV. Das Heimspiel gegen Memming ist vorbei, Endstand 2:2. Ich darf begrüßen Oliver Haug. Grüß dich, Olli. Servus, Martin. Olli, wie fandest du das Spiel? Ja, ich meine, ich bin ja die letzte halbe Stunde reingekommen. Davor war es ein bisschen unglücklich, dass wir zwei blöde Tore wieder kassiert haben. Haben dann, glaube ich, relativ gut gespielt und ja, jetzt mit dem Unentschieden können wir, denke ich, leben. Wunderbar, dann habe ich nur eine Frage. Dein Tor, kannst du uns das kurz schildern, wie das abgelaufen ist? Das war ja Wahnsinn. Ja, es war glücklich, dass gleich der erste Sprint, den ich im Spiel gemacht habe, der war, der zum Tor geführt hat, da ich dann noch alle meine Kräfte ausschöpfen können. Und dann bin ich halt gelaufen, das, was ich am besten kann, an drei Spielern vorbei, habe dann versucht, eine Eisi in der Mitte zu finden. Der hat den Ball auch noch berührt, ist dann vom Torwart abgeprallt und dann habe ich Gott sei Dank nicht aufgehört, sondern habe den Ball dann noch, bei den Abpraller dann noch reingehauen. Der ist da über die Linie irgendwie drüber gekullert, ich weiß selber nicht, wie der rein ist, aber Hauptsache drin. Bist du ausgelaufen, also nach dem Pass, sage ich mal, bist du da ausgelaufen oder bist du wirklich mit Absicht so in die Mitte reingesprintet, dass du da noch den Abpraller kriegen kannst? Ja, ich habe schon noch antizipiert, also ich habe schon geschaut, wo der Ball hingeht und bin dann schon zielgerichtet zum Ball gelaufen. Und dann hast du das Zeitlupentor dir ganz genau angeschaut, oder? Ja, ich habe wirklich noch Angst gehabt, dass der Abwehrspieler dann nach dem Ball rausfischt, weil das war so langsam, wie der da reingekullert ist, aber der hat irgendwie keine Orientierung mehr gehabt, der Abwehrspieler, und umso besser für uns. Vielen Dank. Jetzt suchen wir noch den Trainer und noch seine Stimme zum Spiel. Schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Wir haben eben mit Oliver Haug gesprochen über sein einschläferndes Tor, wie er es selber beschrieben hat. Kannst du uns aber kurz ein paar Worte zum Spiel allgemein sagen? Ja, also heute muss man einfach sagen, unter der Hitze war es halt sehr, sehr schwierig. Vor allen Dingen, wenn du nach 30 Sekunden in Rückstand gerätst, mit einer schlechten Situation, die wir gemacht haben, mit dem individuellen Fehler. Aber ist halt so. Dann haben wir uns Gott sei Dank das ganze Spiel wieder aufgerafft und wirklich gut auch nach vorne agiert. Und vorne wahnsinnig viele Torchancen rausgespielt, aber heute waren wir hinten, hat es irgendwie individuell nicht gepasst. Also die Jungs waren heute hinten sehr fehlerlastig. Und damit haben wir einfach zu viel zugelassen für den Gegner. Deswegen müssen wir am Schluss des Tages mit dem Unentschieden sicherlich zufrieden sein. Aber ich glaube, von unserer Leistung vorwärts, im Vorwärtsspiel, ich glaube, da ist halt richtig gut heute gewesen. Man hat halt solche und solche Tage. Da du solche und solche Tage ansprichst, die letzten beiden Pflichtspiele habt ihr ja gewonnen, dann aber im Pokal ein 4-3 bei einem Landesligisten, jetzt ein 2-2. Wo geht der Trend hin? Am Mittwoch hat nichts mit Trend zu tun. Ich glaube, alle nach der Arbeit raushetzen irgendwo, wie gesagt, da nach Augsburg fahren, Pokal spielen, dann würfelt der Trainer die Mannschaft durcheinander, ist selber noch nicht mal da, weil er in der Prüfung sitzt. Dementsprechend glaube ich, kann man nicht erwarten, dass dann alles abgerufen wird, obwohl ich es mir immer wünschen würde, aber ich habe mich dann nur geärgert über 4 Gegentore auswärts bei einem Landesligisten. Das darf uns halt einfach nicht passieren. Und vor allen Dingen nicht, wenn du 3-2 führst irgendwo in der 70. Minute, dann muss das Spiel eigentlich nach Hause schaukeln. Aber wie gesagt, wir wollten nicht daran keine Gedanken danach mehr verschwenden, sondern an Memmingen. Und das haben wir, glaube ich, gut hingekriegt. Man muss ja heute bei Mausi auch bedanken, er hat halt wahnsinnig viele gute 1-gegen-1-Situationen gehalten. Also wie gesagt, aus den ganzen individuellen Fehlern raus. Aber dafür haben wir einen starken Torwart, dass er uns halt im Spiel hält. Da du Mausi gerade ansprichst, du selber warst ja auch Torwart, die Szene zum Elfmeter, wie hast du sie gesehen? Muss er da so hingehen oder war es für ihn einfach nur eine dumme Situation? Nein, also mit so einem Fehler hinten kann man, glaube ich, nichts anders machen als so hingehen. Und dementsprechend hast du dann Glück oder Pech als Torwart. Und der Gegenspieler wollte den Arm, glaube ich, haben. Ja, den hat er gekriegt. Okay, aber sonst kannst du, wenn du jetzt die zweite Halbzeit mit der ersten Halbzeit vergleichst, welche war besser für dich? Wo sagst du, haben die Jungs wieder Gas gegeben? Weil ein Fan auf der Tribüne sagte nämlich so netterweise nach 2 Minuten, warum startet man nicht einfach gleich mit dem Gegentor und dafür spielen sie immer besser gleich? Ach ja, das eine hat mit dem anderen, glaube ich, nichts zu tun. Ich glaube, das macht keiner absichtlich. Aber man muss halt immer wieder umkehren und das ist halt das Schwierige in so Spielen. Ich glaube, die zweite Halbzeit hat mir natürlich grundsätzlich besser gefallen. Wir haben ein Tor geschossen und keins bekommen. Also die zweite Halbzeit 1-0 gewonnen. Also für mich der Favorit heute. Okay, du hast auch angesprochen, du warst bei der Prüfung. Wie war denn der Lehrgang allgemein und kann man gratulieren?
Ja, man kann gratulieren, also die A-Lizenz ist in der Tasche. Der Lehrgang, ja, es war, wie so Lehrgänge manchmal sind, auch lehrreich, auch für Leute wie mich, die so lange dabei sind, aber man kriegt immer neue Ideen. Der Austausch mit anderen Kollegen ist, wir waren 31 Leute, ist natürlich immens in 3 Wochen. Und so hat es neue Freundschaften gebracht und auch neue Ideen. Und glaube ich, das ist das Beste für die Mannschaft, was halt passieren kann. Das ist schön. Dann schauen wir mal beim Training wieder vorbei, mal gucken, welche Ideen du da einsetzen kannst. Kannst du uns noch einen kleinen Vorblick für die nächste Woche geben? Ja, Greuther Fürth. Die Amateurmannschaften sind halt taktisch, technisch halt sehr, sehr gut ausgebildet. Da muss man halt immer aufpassen. Aber es ist eine junge, unerfahrene Mannschaft. Und da müssen wir halt einfach schauen, dass wir unser Tempo hochhalten, dass wir sie zwingen, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, da sind sie halt noch nicht so gereift drin. Und deswegen hoffe ich, dass wir in Fürth was mitnehmen. Das hoffe ich auch. Und wenn wir in Fürth was mitnehmen, wäre ich natürlich sehr glücklich drüber. Aber denkt dran, 10.9. spielen wir hier im Seestadion gegen den FC Bayern. Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sind. Danke und auf Wiedersehen.